Mohamed Rabelsi oder Momo, wie ihn seine Familie und Freunde nennen, ist eines der größten Talente im Feder- und Leichtgewicht. Der gebürtige Münchner hat zuletzt bei der German MMA Championship einen eindrucksvollen Kampf geliefert und das vor heimischem Publikum. Ich bin aber vielfältig, ich bin überall, egal ob es im Stand-up ist, Ringen oder am Boden. Und so habe ich einmal den Kampf gewonnen durch ein Submission. Um den Kampfsport populärer zu machen, hat Mohamed Rabelsi zum Beispiel vor kurzem mit den Fußballern des TSV 1860 München trainiert. Mit erst 23 Jahren verfügt er bereits über eine beeindruckende Kampferfahrung. Kämpfen ist Kämpfen. Also ich gehe einfach vorwärts, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere. Und ja, ich will einfach weiterhin kämpfen. Ich bin noch jung. Meine Karriere hat erst jetzt angefangen. Also es geht noch weiter. Weitergehen soll es auch für den 32-jährigen Schwergewichtler Stefan Pütz. Ich denke, ich komme jetzt in meine Prime. Ich habe das durch meine Reha gemerkt einfach, wie ich mich nochmal athletisch verbessern konnte. Einfach ein besserer Athlet und ein besserer Kämpfer zu werden. In der bayerischen Landeshauptstadt ist der 100-Kilo-Koloss weiterhin der Lokalmatador und der neue GMC-Champion im Schwergewicht. Ich liebe die Stadt München, es ist ein Teil der Heimat. Meine Mutter ist hier geboren, ich habe hier viele Freunde. Ich habe hier eine lange Zeit, gute Zeiten verbracht, hier trainiert, gelebt und ich erinnere mich immer gerne wieder zurück, wenn ich hierher komme. Wann Mohamed Rabelsi und Stefan Pütz wieder in den Ring steigen können, ist noch unklar. Doch die beiden Münchner haben bereits bewiesen, dass sie jederzeit bereit sind.